früheren Bereich der DDR. Kathleen Stark, Dagmar, die kennen Sie auch natürlich. Ja, natürlich kenne ich Kathleen Stark und wir werden sie jetzt am Balken sehen. Sie ist 16 Jahre, kommt vom SC Impor Rostock. Das war eine sehr, sehr schwierige Angangsreihe und die sie sehr gut gemeistert hat. Sie zeigt Eleganz am Balken mit ihren Sprüngen. Zwischendurch schnell die Wertung für Silvia Mitova am Schwebebalken 9675. Kathleen Stark war übrigens beste deutsche Turnerin bei den Weltmeisterschaften in Indianapolis im Mehrkampf auf Rang 26. Seit neuestem übrigens befreundet mit Ralf Kern, Mitglied der deutschen Nationalmannschaft der Turner. Früher wenigstens, er war Ersatzmann in Indianapolis. Ja? Das ist das Vorwärtselement, Pflicht am Balken. So ein Wackler kostet aber schon 2-3 Zehntel. Ne? Ja, jetzt wird sie ein bisschen nervös, wo es am Ende zugeht, der Übung. Ja, wieder hier bei der Drehung. Das sind dann halt so eine Elemente, wo nicht die Schwierigkeit so doll ist und man wird dann halt bei leichten Elementen oft leicht nervös und verzappelt sich. Verzappelt sich, ja. Abgang jetzt. Doppelsaldo. Naja. Also ich muss sagen, sie hat doch ihre Übung ganz zu unserer Zufriedenheit und gut gemeistert.